Einer der kulturellen Höhepunkte in Görlitz ist das internationale Straßentheaterfestival Via Thea. Die 28. Ausgabe vom 4. bis 6. Juli steht unter dem Motto Fernweh. Die Gäste erwartet eine Reise durch verschiedene Kulturen und Perspektiven. Angesichts der zunehmenden Instabilitäten und Spannungen im europäischen Dialog sei es dringend erforderlich, den kulturellen Dialog als Grundlage des europäischen Gedankens künstlerisch zu reflektieren, schreiben die Organisatoren. Bilder aus Vorjahren zeigen, wie es in einigen Tagen entlang der Neiße in der östlichsten Stadt Deutschlands zugehen wird. Das Festival beginnt traditionell am Donnerstagabend mit dem Kulturpicknick im Görlitzer Stadtpark, der zu den ältesten Bürgerparkanlagen Deutschlands gehört. Gestaltet von dem bekannten Gartenarchitekten Peter Joseph Lenné, wurde der Park Ende des 19. Jahrhunderts angelegt. Am 4. Juli ist jeder herzlich eingeladen, seinen eigenen Picknickkorb zu packen und samt Decke oder Campingstuhl in idyllischer Kulisse es sich unter farblich angestrahlten Bäumen gut gehen zu lassen. Wer sich beim Packen seines Korbes besonders viel Mühe gibt, kann sogar Sieger des Picknickkorb-Wettbewerbs werden. Donnerstagnachmittag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr wird im Stadtpark am Pavillon Via Thea beim Informationspunkt eine neunköpfige Jury die Picknickkörbe begutachten und bewerten. Die Bewertungskriterien umfassen Kreativität, Nachhaltigkeit und Dekorativität. Die Sieger werden um 18.30 Uhr auf der Bühne, auf der großen Wiese bekannt gegeben und die Preise überreicht. Vielleicht noch ein zusätzlicher Tipp, der über die genannten Kriterien hinausgeht. Da es im Stadtpark an diesem Abend sicherlich ringsum Mitmenschen gibt, die auch gern kosten würden, wäre es sicherlich eine gute Idee, größere Körbe zu packen. Für mich, für dich und für andere.